6 Monate Knast. Das hat Boris Becker jetzt schon mal geschafft. Immerhin, seit Ende April sitzt er ja im Gefängnis. Er wurde zu 2,5 Jahren verurteilt. Ja, und jetzt die erste Nachricht sozusagen wieder aus Boris Knast. Und die geht an Bild. Also, wir erfahren jetzt, wie geht's ihm wirklich, dem Boris Becker, nach all der Zeit im Knast. Und das weiß unsere Bild-Show-Chefin Tanja May bei uns im Studio. Grüße dich herzlich, Tanja. Also, ganz einfache Frage, wie geht's Boris? Es geht ihm wirklich den Umständen entsprechend gut. Also er hat sich eingefügt in diesen Gefängnisalltag, der sicher ja nicht einfach ist für jemanden, der es gewohnt ist, um die ganze Welt zu reisen. Und dann plötzlich bist du eingesperrt und musst dich eben an gewisse Regeln halten. Aber wir haben mit seinem Anwalt gesprochen und auch mit seinem engsten Umfeld. Er hat sich eingefügt, er hat abgenommen natürlich. Das ist, glaube ich, auch klar. Natürlich, die Gefängniskost, auch mag sie noch so gut sein, ist auch nicht vergleichbar mit dem, was du ja, im freien Leben zu dir nehmen kannst. Er macht viel Sport. Und was ich sehr bemerkenswert finde, er ist so eine Art Assistenzlehrer des eigentlichen Coaches, also der sich vor allem auch um die Psychologie, um die Fitness kümmert, der Häftlinge. Das sind ungefähr 45 Häftlinge, die auch von Boris mit unterrichtet werden. Geht es auch um Yoga und vor allem um die Bewältigung von Lebensmitteln. Das heißt, er hat jetzt auch tatsächlich eine Aufgabe im Knast gefunden. Ja, klar, auf jeden Fall. Also er hat das Bestmögliche natürlich gemacht, was er machen kann. Er ist Spitzensportler, er kennt sich mit Sieg und Niederlagen aus, er kennt sich mit Lebenskrisen aus und all diese Ratschläge kann er natürlich jetzt an die Häftlinge geben und wie man hört, sind die sehr dankbar dafür, dass sie von Boris Becker gecoacht werden. Ja, das können wir vorstellen. Ich habe gerade schon gesagt, das, was ihr jetzt nach all der Zeit gehört habt, das ist sozusagen die erste Nachricht jetzt wieder aus dem Boris-Knast exklusiv von euch recherchiert, auch eben über Boris, deutschen Anwalt. Wenn du all das jetzt zusammensetzt, macht dir das eher noch mehr Sorgen um Boris oder kannst du eigentlich sagen, na gut, jetzt ist eine große Zeit schon geschafft, der ist eigentlich auf einem ganz guten Weg? Also ich war ja von Anfang an der Meinung, so schlimm dieses Urteil natürlich gewesen sein muss für Boris Becker, aber ich bin nach wie vor davon überzeugt, er wird als ein stärkerer Mensch auf jeden Fall rauskommen, wenn irgendwann die Haftstrafe verbüßt ist. Ich denke, er wird demütiger sein und dankbarer und weiß auch gewisse Dinge wieder richtig einzuordnen und zu schätzen. Also von daher glaube ich, so schlimm die Haftstrafe ist für Boris Becker, ihm konnte jetzt nichts Besseres passieren, auch mal in sich zu gehen und auch zu überlegen, okay, was will ich noch vom Leben, wie geht's weiter? Und ich bin mir sicher, er wird mit Plänen aus der Haftstrafe rauskommen. Was hört man denn von seiner Familie, von seinen Kindern? Besuchen die ihn regelmäßig? Also auf jeden Fall seine Lebensgefährtin besucht ihn regelmäßig, aber er darf ja auch telefonieren und er telefoniert natürlich vor allem auch mit seinen Söhnen, mit seiner Lebensgefährtin, mit seiner Mutter und auch mit seiner Ex-Frau Barbara. Mhm. So also geht's Boris Becker nach rund einem halben Jahr im Knast hinter Gefängnismauern. Das sagt unsere Bild-Show-Chefin Tanja May. Danke dir. Gerne. Tanja, danke.